Weg, bevor es zu spät ist! So, da wären wir wieder bei Final Fantasy 7. Wir müssen Wedge macht hinterher. Schon dieses verdammte Tor auf! Lasst uns hier nicht vor die Hunde gehen! Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey, warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Los, bitte, das ist ein guter Daumen nach oben. Sicherheit. Die Platte stürzt ein! Ihr müsst hier weg! Flieht nach Sektor 5 oder 6! Da seid ihr... Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein! Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zu Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte Tifa, dass ich draußen auf sie warte. Zum siebten Himmel. Ja, da gehen wir doch jetzt hin. Keine Panik. Da ist es. Seht mal. Oh nein. Das Ding stürzt ab. Oh mein Gott, das war knapp. Natürlich wurde uns der... Das Feuer. Natürlich wurde uns der direkte Weg verwehrt. Weg finden. Achso. Was war das für eine Explosion? Dort vorne kommt man wohl noch... Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja, gibt es. Sie.
Bin weiter. Jetzt beeil dich. Hör auf zu schubsen. Eieieiei. Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los, nun macht schon. Hier. Los, hier lang. Schnell. Da vorne. Ich bring dich hin. Mit Kind im Schlepptau. Vielleicht haben wir es geschafft. Alles gut. Was ist denn los? Weiß niemand, was passiert ist? Wir gehen ganz langsam. Wir sagen, was hier los ist. Die ganzen Tech, die sich überlagern. Oh Mann. Ich kann mit ihr halt im Schlepptau nicht rennen. Aber nur Gehgeschwindigkeit. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Mama! Ein Glück. So, jetzt wieder zurück zum Geschäftlichen. Das ist zu gefährlich. Bitte, was passiert lass mich denn durch. Hier nur? Jetzt ist alles schon geschafft. Ich muss zurück. Achso, da geht's nicht lang. Bist du lebensmüde? Oh, eigentlich doch. Wohl, nee. Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Das war Xing, der, ich glaube, der Leader der Turks, der Boss. Hoffentlich geht es ihr gut. So, da wären wir auch. Na? Marlene, halt durch, ich komme. Wenn man retten willst, mach doch nicht so langsam die Tür auf. Stürme rein. Wo kommt das Wein nur her? Da unten. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber Zuhause ist, wo die Familie ist, nicht?
Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Kindervideospielen. Ich bring dich zu meinem Haus. Genauso nervig wie Statusveränderungen. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Mal überlegen. Oh. Schluss mit dem Versteckspiel, Aris. So. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Schwertsturm. Oh Mann. Hier gibt es jetzt viele Cutscenes in dem Part hier. Aber sind alle sehr schön gemacht, muss ich zugeben. Aber Kinder im Videospielen, oh Gott. Immer wieder eine Wohltat, ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich find's manchmal echt lästig. Bei einem Action-RPG, ne? Aber ich meine, Square Enix hatte ja das Ziel, das Ganze ein bisschen cineastischer zu machen. Und das ist ihnen auch durchaus gelungen. Aber manche Charaktere... Boah. Mir ist langweilig! Hey, 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 hey! Ach, das... Nichts überstürzt. Überlass das mir!
Die kann auch keinen Blitz. Oh Mann. Das bräuchte ich jetzt hier so sehr. Aber Aero geht. Entdeckt. Warum gibst du nicht endlich auf? Weil ich keine Lust habe, ganz einfach. Ich muss doch nach oben. Na, dann bleib halt, wo du bist. Ach, ihr mit eurem mickrigen Schaden, da lache ich doch. Könnt ihr 3 Stunden auf mich draufballern. Doch, kommen wir. Pass auf, so. Seh dich! Seh dich! Musst du nicht? Versteckst du dich vor mir? Nein, eigentlich nicht. Tiefer, warte doch. Hier könnte ein Item sein. Ach, das sind Gegner. Egal. Die sind nicht so wichtig. Explosion, Jesse! So, noch mehr Gardisten. Sag mal, was soll denn das? Ah, jetzt gibt's Feuer, Jungs. 2 auf 1. So, komm, ja. Eurer reicht auch. Will da durch, aber es geht nicht. Irgendwie ist noch ein Gegner hier. Da. So, jetzt. Wir sollen uns nur aufhalten. Und Zeit schinden. Der Tod wartet. Den analysiert? Ich mach's einfach. Für die Komplettierung bei, lass Leslie sagen. Ist er Leslie? Ich weiß nicht mehr. Weicht allen Angriffen aus. Es sei denn, er greift selbst an oder ist am Boden. Ja, ist er auch. Das alles?
in Fesseln ist aber Tifas stärkste Attacke. Nehmen wir mal Eisra. Ja, viel Erfolg! Lass mich mal. Über meine Grenzen. Nur über meine Leiche. Gut, die werden erledigt. Weiter geht's. Ah, hier ist Ende Gelände. Da ist noch eine Kiste, die habe ich übersehen. Ein Elixier. Ja, ich sollte mich mal heilen. Geht nicht. Dann nehmen wir doch einfach mal einen Supertrank. Hab eh genug davon. Rübecke Hopst. Jesse! Verdammt. Ach, Tifa. Jetzt mach doch nicht dein Gesicht. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur. Hey, weißt du, Claude, ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da ich wohl geirrt. Eine Jessie Spezial? Ja, genau. Aber ich kann. Ach nein. Tifa weint ja. Jesse. Tifa. This all makes people cry. Ja. Alle sehr emotional hier auf dem Pfeiler. Die ganzen Leute, die abkratzen. So, hier ist nochmal eine letzte Station. Um was einzukaufen und sich
zu regenerieren. Und dann geht es hoch zu Barrett. Dann haben wir es geschafft. Mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns tötet. Hält man nicht zum Nahen. So, da geht's auch wieder gegen Reno. Diesmal hat er mehr auf dem Kasten als letztes Mal. Aber gleiche Strategie wie vorher auch. Das zahle ich dir doppelt heim. Ich ablächeln lassen. Alles im Blick. Kein Problem. Okay, anscheinend doch ein bisschen anders. Na gut, wenn er will, kriegt er. Ja, wir müssen den Hubschrauber vom Himmel holen. Barretts Einsatz. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. So, da ist Reno wieder. Los.
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aktion Vorarbeit geleistet. Vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Na, dann wollen wir mal, Alter. Okay, jetzt zeigen wir euch, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Bleib hier! Okay.
Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst. Stoppt sie, bitte! Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Cloud, ich bin... Ja. Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch fast leid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Alle stürzen sich zusammen. Oh Gott. Das machen wir jetzt noch, obwohl ich erst bei 40 Minuten bin, aber das geht schnell. Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Und los! So, der Pfeiler ist eingestürzt und alles liegt in Trümmern. Aber weiter geht es in der nächsten Folge von Final Fantasy VII. Nachdem Sektor 7 zerstört wurde, müssen wir jetzt erstmal schauen, was als nächstes kommt. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy VII, dem Remake. Bis dann!